So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 129. Folge hier in Forza Horizon. Heute mit dem Porsche Macan Turbo aus einem der, ich glaube, letzten Forza-Tons. Müsste für euch, glaube ich, der letzte oder vorletzte gewesen sein. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade richtig. Und ja, heute ist er mal dran hier. Wunderschöner Teil. Also ein, wie man sieht, ein halbwegs geländefähiges Auto, oder sieht zumindest so aus. Ist, glaube ich, kein so Riesen-SUV. Bei der Cayenne ist es natürlich größer, aber auch leistungsstärker. Ist halt eher so die Richtung, also das Konkurrenzmäßig oder größentechnisch so Audi Q5, BMW X3 oder so. Vielleicht. Oder vielleicht auch so in sehr abgeschwächter und anderer Form Nissan Juke. So ungefähr. Also auch ein bisschen größer, aber auch nicht so ein Riesenteil. Deswegen wiegt es auch gar nicht mal so viel, nämlich nicht mal 2 Tonnen. Die Tuneroide. Der Wagen hier, wie man sieht, hat übrigens einen 3,6 Liter großen 6-Zylinder-Motor. Diesmal auch als V-Motor. Nicht wie bei Porsche eigentlich typisch jetzt die Boxermotoren, aber hier sitzt ein V-Motor, der vorne sitzt. Allradantrieb, 400 PS, Serie. Aber wir werden da ein bisschen mehr reinmachen, denke ich mal. Aber zuerst hier unser Standardprozedere. Denn wie ich gesehen habe, der Wagen, der kann ziemlich tief, aber wir werden ihn nicht ganz so tief machen. Der Wagen soll halt auch mal beweisen, was er Offroad kann. Weil das ist ja auch so teilweise ein bisschen gedacht. Ist einfach halt mal checken, ob der das auch wirklich drauf hat. Oder was nur so ein leeres Versprechen ist von Porsche. So, ja, natürlich Getriebe alles reinbauen. Hat übrigens 7-Gang PDK, genau wie der Turbo S. Das Beste vom Besten. Dann brauchen wir natürlich noch bessere oder breitere Reifen. Besser haben wir so ein bisschen. Okay, vorne. Sieht irgendwie süß aus, ne? Sind das 2,60er? Kann ich das richtig lesen? Ja. Weil das halt 2,60er sein. Da sahen die Reifen aber beim Porsche breiter aus, obwohl sie dünner waren. Okay, 2,95er, das passt mir schon eher. Und hinten denke ich mal das gleiche. Nee. Da geht sogar 3,15er. Komm, gib ihm. Felgen werden wir ändern. Ich finde die beim Porsche in der Serie, ich finde die nicht schlecht. Nur ich finde halt andere schöner. Ich brauche schon eine Vorstellung, so in welche Richtung es gehen soll. Ich finde ja die schon mal nicht schlecht. Ich meine, die sehen auch so ähnlich aus wie die serienmäßigen, die von Momo. Die habe ich auch auf dem Ghibli drauf, die Felgen. Uiuiui. Nehmen wir die hier. Die leider nicht größer, wo ich das gern hätte. Na gut, man kann nicht alles haben. Spoilertechnisch gucken wir auch mal kurz. Nein. Und hinten wahrscheinlich auch nein. Ja. Ja. Also nein. Das sieht jetzt wirklich mega scheiße aus. Und umbauen könnten wir noch theoretisch. Wir könnten den Motor wechseln. Und zwar könnten wir da. Das ist geil. Oh, das war der 4-Liter-Boxermotor hier. Vom GT3 einbauen. Müsste das sein? Vom GT3 RS übrigens. Ist natürlich auch schon irgendwie böse, ne? Ich überlege jetzt wirklich da, den GT3-Motor einzubauen. So, die Daten, der würde dann. Boah. Das hat irgendwie auch was, ne? Aber irgendwie halt auch nicht. Ich will es irgendwie machen. Der kann noch andere wechseln und halt noch den Motor Turbo aufladen. Aber natürlich machen die auch in der kein Turbo rein, ja? Ich bin doch nicht verrückt. So, wir müssen ja wieder das Getriebe einbauen. Achso, ist immer noch eingebaut, ne? Perfekt. Ja, aber jetzt haben wir schon 500 PS drin. Das sollte aber eigentlich auch reichen. Oder einfach noch mehr rein? Ich gucke jetzt mal wegen Hot Wheels Reifen. Dann sind wir schon S1, aber das will ich nicht, obwohl das jetzt ziemlich geil aussieht. Was ich gerne haben würde, wären quasi dieser rote Rand an den Reifen, aber ohne bessere. Also den normalen Reifen hat diesen roten Rand rum. Ohne dass ich andere Reifen reinbaue. Das wäre richtig cool. Gibt's leider nicht. Okay, das machen wir jetzt nicht. Oder komm, geht einmal Reifen noch. Straßenreifen würden noch gehen, aber da ist ja nichts mehr frei für Leistung. Komm, ein bisschen Leistung geht noch. Oder ich meine, 500 PS reichen eigentlich auch.
Komm, wir machen noch ein bisschen rein. Irgendwie Bock zu. Ne, das machen wir mal nicht rein. Wir können so auf 404 kW kommen. 405 haben wir denn? Schwer kann man natürlich auch machen, ne? Das haben wir schon. Du Idiot, Fabian. Hast du wieder mal nicht gemerkt, was du eingebaut hast? Warum auch? 406 haben wir denn? Jetzt wird er 404. Okay, 410 passt auch. 512 Newtonmeter. Das ist ordentlich. Also sind wir so bei circa 560 PS. So müssten wir so ungefähr sein. A-Klasse so mehr oder weniger aufgebaut. Mit einem dicken Saugmotor hier. Ich glaub, das wird wirklich cool bei den Wagen. Ich glaube, das kann echt was. So, farbentechnisch gucken wir mal. Da so reingeht. Oder wie der sich umfärben lässt. Okay, das Rot, das ist sexy. Das ist sehr, sehr sexy. Okay, wieder ein Rot. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das sieht doch hammergeil aus. Und der Wagen, der ist mir gerade sogar ein bisschen zu tief. Was? Der kann zu tief sein? Ja, der kann tatsächlich zu tief sein, der Wagen. Und als Felgen, dann nehmen wir mal Metallflakes. Wir nehmen heute mal halbglänzend. Und ja, sie werden schwarz. Aber vielleicht nicht ganz dunkel. Das reicht, glaube ich, so schon. Okay, Wagen, also in dem Rot sieht das schon mal fünfmal geiler aus als in diesem. Was war das so? Grau, schwarzmäßig? Dunkelgrau. Ich meine, ich würde den Macan auch in dunkelgrau nehmen. Also, es ist ein fucking Macan, ja? Den würde ich eigentlich auch in pink nehmen. Obwohl, ja doch, pink würde ich auch nehmen. Und dann streicht er meine Männlichkeit. Geil. Wir sind ja gerade bei Iron Bay übrigens. Und der Spoiler ist trotzdem schwarz, finde ich aber nicht schlecht. Hat auch so ein bisschen, ich sag mal, so halbwegs kuperhafte Bauform. Merkt zumindest, sieht das nicht so irgendwie so mega steil aus. Wie jetzt zum Beispiel Mercedes GLK oder so. Was gibt's denn da noch so, was so halt steil ist? Oder halt wie jetzt ein Jeep Grand Cherokee oder so. Das hat irgendwie was, finde ich. Den Motor. Doch, ich finde, das hat was. Also, das Getriebe ist muss aber kürzer. Das ist viel zu lang. Nach hinten noch immer noch 60% Federn. Ich würde den Wagen höher legen. Das gibt es bei mir tatsächlich. Dass mir der Wagen ein wenig zu tief ist. Aber Getriebe, das muss viel, viel kürzer. Ich hatte da eine ganz andere Vorstellung gehabt. Bei der Kürze des Getriebes. So, erstmal alles hier so grob einstellen und dann nochmal wenig nachhelfen. Zack. Boom. Jetzt haut das natürlich geil, ne? Ist aber das Sound, glaube ich, aus dem alten GT3 eher ist, ne? Das ist noch nicht der neue. Also hört sich jetzt für mich so an. Oh, der Drehzahl besser, der reicht gar nicht. Nicht ganz. Ist mir egal. So, machen wir einen Beschleunigungstest. Guck mal. Ja. Damit kann ich mich schon anfreunden, auf jeden Fall. Ich hätte es gerne noch kürzer, tatsächlich. Ja. Aber ist schon geil, ne? Jetzt ein bisschen mehr Hubraum.
anderer Motor. Schön Boxer. Ich finde, das hat auch was. So, aber das war alles hier ein bisschen zu lang. Vor allem 0 auf 100. 3,1 Sekunden. Das ist nicht schlecht. Schaffen 292, Alter. Jetzt immer noch? Oh, 302, das ist natürlich schon besser. Das ist natürlich gut. So. Müsste so passen. Ich fahre mal direkt zurück. Mit seinem roten Biest hier. Ja, das Rote steht im Wagen echt gut. Das ist so, ist das so weinrotmäßig oder so? So, ja, so grob schon. Jawohl. Ja, so passt mir das doch schon. So, dann würde ich mal sagen, suchen wir mal hier unten erstmal den Driver da. Da habe ich jetzt gerade mal Lust zu. Weg hier. Mit den Leute, ich fahre einen Porsche. Ja, ich habe Vorrecht. Wobei, weiß ich, weil es in der STVO steht, in Paragraph 387 Absatz 2b. Porsche-Fahrer haben Vorrechte. Ganz einfach, ne? Weil Porsche-Fahrer sind ja was Besseres als normale Fahrer. Weil die ein besseres Auto haben. Logisch. Lage passt noch ganz gut. So, wo ist ja der Driver hier? Da vorne. Was haben wir denn hier Schönes? Ist das ein BMW? Ist das ein 3er BMW? Jawohl! Fullcross 3er BMW. Ja, wo müssen wir denn lang, ey? Okay. Das passt so. Ja. Sollten wir gewinnen eigentlich. Also ist schon schwer das Rennen. Es wird auch knapp, glaube ich. Der wollte mich gleich noch. Wartet, Leute. Das wird knapp. Ich muss ihn abdrängen. Und ach, was ein Fotofinish. Puh, das war ganz schön anstrengend, ey. Bin ja aus der Puste, ey. Ich hab heute nur Scheiße, ey. Tut mir leid, aber irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist eigentlich immer. Wieder einer aus dem PXA-Club. Wen schmeißen wir dann raus? Den Carbon-Keller lassen wir. Alter, okay, der hat schon mal nicht gerade wenig gesammelt. So, könnten wir noch rausschmeißen den Carbon-Keller, den Mace United. Sonic Drifter und Losen LP. So, da am meisten Sinn machen bei Carbon Keller. Weil der ist ja bei allem deutlich besser. Okay. Ja, der muss wohl Carbon Keller. Ist wohl der einzige, der noch nicht Level 300 ist. Deswegen Carbon Keller, tut mir leid, ich muss dich leider entlassen. Gefeuert, zack. Natürlich nur Pixala den Club drin, ja. So muss das. Bester Club. So, dann machen wir jetzt auch mal ein Rennen. Jetzt habe ich mir auch schon was. Ist ja alles an? Genau, ich habe mir auch schon was ausgesucht. Wenn ich die Strecke hier finde. Da ist sie. Deepwater Crafted 1 Strecke. Das war auch eines der ersten Strecken hier im Rennen. Und mit dem ersten SUV, bei dem man sich aussuchen konnte. Wo ich damals den Jeep genommen habe. Und Strecke, die ist richtig geil. Und was ist da besser für als ein Macan, ja? Ist auch das Offroad-Auto hier für die Strecke schlechthin? So. Dann würde ich sagen, diesmal, wir machen mal 4 Ründchen. Und wir machen im Regen. So, wir nehmen mal hier Sport Utility Heroes.
Vier Ründchen. Ne, wir machen mal jetzt gerne am Morgen. Leichter Regen. So. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich bin schon wieder müde, ey. Obwohl es eigentlich mitten am Tag ist. Es ist 14:08 Uhr. Wie ist denn heute? Heute ist Montag, der 4. Juni oder so? 5.? Ich glaube 5. Boah, wie schön Autos fahren hier mit. Start war schon mal nicht schlecht. Ja. Hallo Leute. Ja, ich finde es schon mal bis jetzt ziemlich geil. Ey. Du hast gesehen, Alter, dieser Rowdy. Und dann direkt wieder 7. Also alle hier nah beieinander. Aber oben auch gerne die Punkte mal gut geschrieben. Deswegen die auch hier, Alter, hier auch nicht zurückspulen. Ey! Was soll denn das? Jetzt gib mir die Punkte vor, ich will die haben, verdammt nochmal. Das war letzte, aber Punkte geht vor. Die Punkte haben, verdammt. Forza, jetzt mach doch mal hin. Ja, jetzt. Danke. Jetzt kann ich wieder aufholen, hoffentlich. Jetzt wird da geht natürlich gar nicht. Wir werden gleich mal ändern. Ja, werde gleich mal ändern, indem ich wieder Fehler mache. Und danach wieder letzter sein würde, wahrscheinlich. Erst muss ich jetzt nicht werden, aber Podium wäre doch schon ganz nett. Das war, denke ich mal, noch drin. Aber das ist ja gar nicht mal so scheiße, der Porsche. Mein erster Runde war auch eigentlich auch super. Bis auf die Auseinandersetzung mit der KI vielleicht. So. Da kriege ich den nächsten, den Jaguar F-Pace müsste das sein. Auch ein nettes Teil. Habe ich auch letztens in echt gesehen, wo ich auf Klassenfahrt war in Hamburg. Habe ich auch von Jaguar F-Pace live gesehen. Das sah schon ziemlich geil aus. Mann, Jaguar. Ich will auch dahin, wo du hin willst. Und zwar auf einmal geht leider nicht. Wir haben noch genug Runden Zeit hier, um aufzuholen. Und auch wieder Plätze zu verlieren, natürlich. Ich sehe nur alles. Geht hier nicht ums Gewinnen. Das Wasser hier. Das hat Paul auch ziemlich gut meistert. So. Hier rumhüpfen. Der arme Wagen. Das arme Fahrwerk. Der arme Wagen reicht, glaube ich, auch. Dass er das durchstehen muss. Hier. Die ja, Pampa nicht, aber hier durch das Gelände quäle, an den Häusern vorbei. Die armen Anwohner hier stinken müssen hier. Irgendwelche voll bekloppten Assis mit ihren mega teuren SUVs hier rumballern. Und kaputt machen nebenbei auch. Weil ich glaube nicht, hier bleibt irgendwie ein Auto heil, wenn man hier fährt. Obwohl ja nicht mehr der Geschwindigkeit. Was echt wahrscheinlich auch keiner machen würde. Ich will die Punkte haben, deswegen will ich jetzt nicht zurückspulen. Ach, fuck you. Die Strecke ist wohl nicht so meins. Überhaupt nicht. Vielleicht Regen noch nicht so die kluge Wahl. Ich finde es aber irgendwie lustig mit Regen. Da bist du nie so mit S2, nachts starker Regen.
Dann läuft das, glaube ich, ne? Ach, S2X, was laber ich denn? S2 ist ja viel zu langsam. Und dann natürlich irgendwie hier mit Hypercars. Ja, nicht hier mit Offroad-Autos, ne? Das ist ja viel zu einfach. Sechster, ey. Geht ja gar nicht. Schon in der letzten Runde wieder mal. Ja, vielleicht noch Fünfter. So auf jeden Fall nicht. So vielleicht eher so Zwölfter. Muss ja wirklich hart bremsen, scheiße. Alter. Ja, jetzt komm doch mal rum. Ich wollte schon Cayman sagen, aber ist natürlich ein Makan. Ja, der Cayman, wer kennt ihn nicht? Nerdix mit Allradantrieb und Offroad-fähig. Und Turbo aufgeladen. Man ist ja der Neue, glaube ich, auch. Der ganz Neue. Zur Generation 7-18. Warte, ey. Was ist das für Scheiße? Also das 5er Platz endlich noch sehr gutmütig von Forza. Bei meiner Fahrweise, das ist ja... Gott, ey. Das darf ich eigentlich gar nicht veröffentlichen, das Video. Kein Spaß. Aber ich finde es eine coole Strecke. Mit coolen Autos. Gefällt mir auf jeden Fall. Vor allem Bentayga, Alter, auch. Ist ja geil. Ich meine, ich bin da wirklich an sich kein großer Bentley-Freund, aber der Bentayga, der sieht echt richtig, richtig geil aus. Und ist nebenbei auch ziemlich schnell, ne? Mit 608 PS. Wird zwar weniger als ein Huracan. Das ist schon, schon ganz nett. Aber über 16.000 EP. Und vielleicht noch ein Wheelspin diese Folge. Wenn nach dem nächsten Rennen. Was ein Sprintrennen sein wird. So denke ich jetzt zumindest. Mal gucken, was die Karte so hergibt. Ja, halt so Offroad-mäßig. Ich habe jetzt noch eine Idee, welche Strecke wir fahren können. Wenn ich sie auch finde. Ja, die nehmen wir. Weil die sind wir auch schon zu Beginn des Let's Plays gefahren. Ich glaube auch mit diesen Wagen. Müsste auch wieder der Jeep Gore Cherokee gewesen sein. Oder wie auch immer man diesen Wagen ausspricht. Ich bin ja nicht so der Profi bei Autos, wenn man die richtig ausspricht. So, er sagt hier Sonnenaufgang. Alter, ich brauche wieder eine Brille langsam, ey. Ja, glaube ich, Sonnenaufgang, ein bisschen bewölkt. Komm, das passt. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass ich langsam gar nicht mehr so gut sehe. Ist so bei kleinen Schriften. Ich meine, mein Fernseher ist ungefähr, ich sag mal, eine Diagonale von, was ist das? Ein Meter? Vielleicht ein bisschen weniger, so 90 bis 100 Zentimeter. Und ich sitze entfernt von 3 Meter, geschätzt. Also die Schrift, die ist teilweise ein bisschen klein. Also entweder habe ich schlechte Augen oder es liegt halt an der Schrift. Ich hoffe, es liegt eher an der Schrift und nicht an den Augen. So. Gott, ey. Ich glaube, Wagen hier sicherlich keine Freude bei diesen Sprüngen. Ist mir scheißegal, es ist Vorzeige, ne? So, noch zweiter. Gerade geht die Sonne schön auf. Jo, alles klar, Digga. Alles klar. Vielleicht ein bisschen weiter rechts fahren. So, da geht doch. Okay, Haus, Haus, Haus. Hallo, lieber Nachbar. Ich wollte mal kurz fragen, ob Sie noch ein bisschen Mehl haben. Ich wollte nämlich einen Kuchen backen. Haben Sie nicht? Schade. Die Strecke ist schon richtig geil. War es trotzdem so ein bisschen tief dafür. Brauche ich dann mal auch ein anderes Fahrwerk. So, dass es vielleicht auch noch ein bisschen weicher ist. Aber erster jetzt, das läuft ja wenigstens mal bei diesem Rennen. Nicht wie im letzten Rennen, wo ich hier auf letzten Platz geburkt bin. Oh Gott, ich soll rauskommen.
Aber den Porsche-Motor, das passt eigentlich ziemlich gut. Mir gefällt das. So, hier schön rumschmeißen. Wow. Naja, war nicht ganz rumschmeißen, aber halt so ein bisschen, ne? In den Gas. Komm, komm, komm. Au. Das war nicht gut. Das tut nämlich meinem Porsche-Herz eigentlich sehr weh. Ein Wagen leiten. Oh, jetzt der Sprung, der ist scheiße. Bitte Augen zumachen, warte. Au, 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 au. Ja. Das ist das gleiche wie immer passiert. Natürlich überschlage ich mich. Weil ich mein. Wenn Physik ein bisschen aufgepasst hat, Motor vorne, Motor schwer, Wagen vorne schwer, Wagen kippt nach vorne und überschlägt sich. Nun kann ich das dann so ein bisschen aufhalten. Natürlich überschlagen sich die Leute nicht, ne? Ich fliege alle ganz normal, aber natürlich ich hier sind da unten wie ein Stein. Wenn ich das so ein bisschen auch alle Frontmotor haben. Wenn ich jetzt nicht ganz. Nee, nein, 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 nein. Ach, fuck, ey. Ich habe, glaube ich, jetzt ein kleines Problemchen. Aber jetzt, ich kann von den Kenner überschlagen, aber ich natürlich. Das war so klar. Ich falle aber noch auf. Keine Angst. So easy. Aber wirklich, wieso überschlag ich mich da? Aber alle anderen nicht. Nämlich auch alle Frontmotoren, auch ziemlich vorne der Schwerpunkt. Wir müssen eigentlich alle quasi wie ein Stein nach unten sinken. Weil das passiert nur mir. Oder nur mehr, dass ich mich halt überschlage. Das ist irgendwie unfair. Bettega. Der will ja erst überholen. Ja, aber denkt er sich eigentlich, was er ist? Ich hätte nur einen billigen Bentley. Der wahrscheinlich da immer so teuer ist wie meiner. Mindestens. Ja, läuft doch, ne? Bis auf diesen kleinen, fast ja harmlosen Überschlag. Wo eigentlich jeder gestorben wäre, wahrscheinlich. Aber gut, es ist ein Spiel. Nehmt es nicht zu ernst, es ist nur ein Spiel. Leider habe ich auch nur im Spiel Porsche und nicht in echt. Ah, kein Wheelspin, schade. Vielleicht in der nächsten Folge. Aber auch hier mit Motorsport, der fährt sich eigentlich ziemlich gut. Aber trotz der netten Leistung, würde ich mal sagen, wir haben hier fast 560 PS, das ist schon, ist nicht gerade langsam. Weil es sieht auch mega geil aus. Was ich nicht so geil finde, und zwar sind das auf der Seite. Ich meine, ist das Chrom, was man da sieht? Das Silbern, ist das Chrom? Ich weiß es nicht. Diese Chromleisten um die Fenster rum. Ich fände das nicht schick. Würde es nochmal schicker finden, aber Hutgeschmäcker sind verschieden. Würde ich wahrscheinlich in echt mega nice finden, aber jetzt so im Spiel. Nee, nicht ganz so mein Fall. Aber es hat so ein cooles Auto. Sieht cool aus, fährt sich cool. Ich meine, er ist auch cool. Weil Porsche, ne? Ist halt. Ohne weil es ein Porsche ist, ist er cool. Das ist wie. Auch wie so ein bisschen wie Lambo und Ferrari. An sich, wenn du halt Lambo oder Ferrari fährst oder hast, der ist an sich cool. Weil es ein Lambo oder Ferrari ist. Weil der hat nicht jeder. Und eigentlich mag auch jeder Lambo und Ferrari. Und ich kenne keine Leute, die einer von den beiden Marken nicht mögen. Weil das man nicht jedes Auto mag, das ist klar, aber ich kenne wirklich niemanden, der nicht Lambo oder Ferrari nicht mag. Also, ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich kenne keinen, der diese beiden Marken hasst. Oder das gegen die hat. Ich logischerweise auch nicht. Beides geile Marken. Aber trotzdem geiles Auto, ne? Dann Leute, danke fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit einem wieder neuen, schönen und vielleicht auch schnellen Auto. Ich habe noch eine Liste neben mir liegen, was ich alles nochmal fahren möchte oder gerne fahren würde. Da sind auch viele, viele geile Autos mal dabei. Auch noch ein paar Leute Autos, die eher so gedacht sind, ja, Spaß haben, aber Sinn machen nicht. Unter anderem noch der GMC Vandura, BMW Isetta und sowas. Also, warte, bin ich dieser Tag nicht schon gefahren? Ich weiß gar nicht. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!